Ja, der ist am Telefon. Ja, David Meyer, mein Name von der Handelsunternehmen lpprofite.com. Haben Sie Schnupfen? Ja, was ist daran so schlimm? Ich kann Sie schlecht verstehen. Soll ich wieder zurückrufen? Was möchten Sie denn? Verstehen Sie mich? Sie möchten doch was. Das heißt, Sie haben ein Handelskonto registriert und damit haben Sie Interesse geäußert, mit Bitcoin zu handeln. Ja, deswegen rufen Sie an. Jetzt kann ich Sie auch deutlich besser verstehen, junger Mann. Wunderbar, Herr Sickhardt. So, Herr Sickhardt, haben Sie kurz Zeit, ja? Wegen Ihr Handelskonto rufe ich auch an, ja? Ja, die Devisen sind ja äußerst wichtig, dieser Zeit würde ich mir nehmen. Weil Sie das sind. Ja, nehmen Sie kurz Zeit, ja, Herr Sickhardt. Das heißt, Sie haben auf Ihr Handelskonto, wie lange waren Sie schon auf Ihr Handelskonto nicht mehr drauf? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, um ehrlich zu sein. So, das heißt, Sie haben investiert und Sie haben Guthaben, Herr Sickhardt. Ja, deswegen rufe ich Sie auch an. Ich rufe Sie von der Monitoringsabteilung von der Firma lpprofite.com. Ja? Nochmal, was für eine Firma? So. Das war viel zu schnell, ich habe Sie gar nicht verstanden. lpprofite.com. Dankeschön, dass Sie das nochmal wiederholt haben. So, Herr Sickhardt. Ja. Sie waren lange nicht mehr aktiv auf Ihrem Handelskonto. Wann war ich das letzte Mal denn da drin? Können Sie mir das sagen? Das letzte Mal, wann Sie drin waren? Ja. Ein paar Monate her. Ja, ist doch schon so lange. Ne? Ich bin ja. Na gut, die liebe Arbeit lässt einem oft keine Wahl, nicht wahr? Ja, Herr Sickhardt, so. Sie haben auf Ihr Handelskonto 1349 Euro. Tatsächlich, so viel noch. Ja, was heißt so viel noch, Herr Sickhardt? Na, ich erinnere mich, dass ich einmal Geld verloren hatte und dass ich dann gesagt habe, ach, das funktioniert doch sowieso nicht. Ich kann mir jetzt nicht erklären, wo so viel Geld herkommt. Aber es ist ja großartig. Herr Sickhardt, so, Sie haben doch mit vollautomatisierten Robotersystem MetaTrader 5 getradet, ja? Das richtig. Das ist ein System, der auf dem Finanzmarkt über 6000 Kryptowährungen scannt, analysiert, kauft und verkauft. Ja, und das vollautomatisch. Ja. Ach, da muss ich überhaupt nichts zu machen. Ja, Sie konnten von Ihr Handelskonto aus selbstverständlich auch manuell betreiben. Das heißt, selber verkaufen und selber einkaufen. Je nach Erfahrung, ja. Na sehen Sie, dann habe ich das vollkommen falsch verstanden damals. Kann es sein, dass Sie es falsch verstanden haben? Ja, Herr Sickhardt. Kennen Sie auch das Passwort von Ihr Handelskonto noch? Oh nein, da müsste ich in meinen Unterlagen schauen, ob ich das irgendwo notiert habe. Das wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Herr Sickhardt. So, Ihr Handelskonto war bis heute, ja, aktiv, ja. Das heißt, er hat jeden Tag über 8000 Kryptowährungen analysiert, gekauft und verkauft. Und das vollautomatisch, ja. Ja, können Sie mir das Geld denn auszahlen? Herr Sickhardt, so, ja. Da Sie schon lange nicht mehr auf Ihr Handelskonto drauf waren, Sie haben ja kein Passwort und gar nichts mehr, ja, so, damit wir so Ihren Status wieder aktivieren und damit Sie das Geld nutzen können, ja, so, müssen wir auf Ihr Handelskonto zugehen, ja, haben Sie Zugang auf das Internet? Ja, natürlich, ich müsste nur einmal den Rechner eben anmachen. Wenn Sie zwei Minuten Zeit haben. Ja. Das ist gut. Bin ich ja froh, dass Sie mich heute anrufen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass da noch Geld zur Verfügung steht. Keine Ahnung, ich rufe Sie schon seit ein paar Tagen an. Ja. Ja, ich habe heute außerplanmäßig frei, weil ich mir den Fuß verstaucht habe. Sonst wäre ich jetzt auch bei der Arbeit. Ja, wunderbar. Das ist ja wunderbar. Sie finden es wunderbar, dass ich mir den Fuß verstaucht habe? Ah, nein, nee, dass Sie einen freien Tag haben, aber leider Gottes haben Sie den Fuß gebrochen und so, wie es da aussieht, ja. Ja, das, ich weiß noch nicht, ob er gebrochen ist, es fühlt sich auf jeden Fall an wie damals nach der Schlacht von Ypern und Flandern. Ich werde das Ergebnis des Feldchirurgen abwarten müssen, ich bin bereits untersucht worden. So. Herr Sickhardt, so, wie weit sind Sie? Haben Sie jetzt Zugang auf das Internet? Ich hatte Ihnen doch gerade gesagt, dass ich mir den Fuß verstaucht habe. Ich kann nur sehr langsam laufen. Selbstverständlich. Wir müssen ein bisschen Geduld mit einem Kriegsveteran haben. Ah, das heißt, Sie sind ein Kriegsveteran von welchem Jahr bitte? Von allen Jahren.
von allen Jahren. Das heißt, Sie haben teilgenommen in allen Kriegen nicht der Welt. Nicht in allen, aber ich habe mich mit allen beschäftigt. Von Alexander dem Großen über Napoleon, über Lee. Philosophisch haben Sie das, haben Sie sich beschäftigt. Richtig. Mit hauptsächlich Kriegen, in philosophischen Zusammenhängen. Ja, historische. Das heißt, Sie sind ein Historiker. Das könnte man so sagen. Historiker, ja, Philosoph, Lebemann. Philosoph, Historiker, ja. Ja, Herr Sika, wie weit sind Sie? Sagen Sie bitte. Haben Sie es eilig, junger Mann? Ich habe mich gerade auf den Stuhl gesetzt und werde das Gerät jetzt einschalten. Wunderbar. Was muss ich denn gleich machen? So, machen Sie einen Internetbrowser auf, wie Sie benutzen eigentlich, ja? Um ins Internet reinzukommen. Ja, die Enigma-Verschlüsselung. Ich muss das gerade noch kurz abschließen hier. Ja, machen Sie es bitte. Ist schon wieder eine Mahnung gekommen, da muss ich mich nachher drum kümmern. So, eine Sekunde noch. Ich hab's gleich. Ah, das Gerät ist wieder so langsam heute. Wie lange müssen Sie denn arbeiten heute? Ja, ich muss heute bis 17 Uhr leider. Das ist doch eine gute Arbeitszeit. Wann fangen Sie denn an morgens? Ja, ich fange eigentlich um 10 Uhr morgens an. Da haben Sie einen 7-Stunden Arbeitstag. Worüber beschweren Sie sich denn? Nee, das heißt, ich muss heute wegen Familiengründe früher nach Hause. Eigentlich arbeiten wir bis 18 Uhr, ja. Oh, meine Güte, das ist ja trotzdem ein akzeptabler Arbeitstag. Ja, akzeptabel. Für die Broker ist es akzeptabel, ja. Für wen? So, Herr Sicher. Für den Broker, ja. Herr Sickert, wissen Sie, dass wissen Sie, dass der Bitcoin-Preis inzwischen einen tiefen Stand sich befindet, 36.615, ja? So viel. Ja. Wissen Sie, warum das so ist? Ich habe gehört, es gibt da Probleme mit den Chinesen. Nee. Die Nordkoreaner haben über 10.000 Bitcoins gehackt. Die Nordkoreaner, genau, da haben die Japaner wieder mal versagt, das ist doch deren Domäne, dort für Ordnung zu sorgen. Ich werde gleich nachher ein Gespräch mit dem Kronprinzen suchen müssen. Ja, Herr Sickert, im Wert von 390 Millionen Dollar, ja, wurde gehackt. Ja, das ist ja dramatischer Ausmaß. Dramatisch, sehr dramatisch. Aber wie die Experten schätzen, Ende Juni soll der Preis um die 90.000 Euro kosten, ja? Ja. Wie Sie sagen, es gibt einen tiefen Stand, aber positiv auf Zukunft vorbereitet, wie es aussieht. Und meinen Sie, wenn diese Geldgegenstände von den Nordkoreanern zurückerobert worden sind, dass sich dann deswegen der Preis wieder nach oben korrigieren wird? Genau. Nee, das Geld haben sie ja schon, weil die haben es ausgezahlt, ja schon. Die Nordkoreaner haben das ausgezahlt. Die Nordkoreaner haben das in Wert von 390 Millionen Dollar ausgezahlt. Die Bitcoins alle verkauft. Wem haben die denn verkauft? Wer ist denn so kriminell, mit den Nordkoreanern Geschäfte zu machen? Weiß ich auch nicht. Das ist dramatisch. Dass sie in Wert von 390 Millionen Dollar, ungefähr 10.000 Bitcoins sind es, haben sie gestohlen. Ja. So, Herr Sickert, auf jeden Fall, Sie haben mit einem System getradet auf Ihre Handelskonto bei uns, ja, und haben Guthaben. So, wie weit sind Sie jetzt mit dem Internet? Ich habe den Computer jetzt geöffnet, das Rechensystem. So. Was soll ich tun? So. Picken Sie ein, Ludwig Paula Ludwig. Ludwig Paula Ludwig. Petra Richard Otto. Petra Richard Otto? Genau. Ja. Friedrich Ingrid Theodor. Ja. Punkt com. Genau. Es lädt. Ja. Und das ziemlich langsam heute.
Ja. Herr Sickert. Gibt es da ein Problem auf Ihrer Seite? Die will sich nicht laden lassen. Was meinen Sie damit, er will sich nicht laden lassen? Ja, so wie ich das gesagt habe. Andere Seiten kann ich aufrufen, das habe ich jetzt probiert. Aber Ihre Seite öffnet sich nicht. Mit welchem Browser sind Sie drinnen? Mit dem Firefox. Firefox. Versuchen Sie es mal mit Google Chrome. Nun gut. Das Feindwerkzeug sollen wir nicht nur in Ausnahmefällen benutzen, Göring, aber ich werde das versuchen. Nicht sein, ja. lplprofit.com, richtig? Genau. Gut, dann habe ich es ja zumindest schon mal richtig geschrieben. Vielleicht gucken Sie mal auf Ihrer Seite, ob die Seite bei Ihnen aufrufbar ist. Selbstverständlich. Ich bin auf der Webseite drauf. Sie sind jetzt da drauf. Genau. Sehen Sie, jetzt ist es, glaube ich, auch bei mir. Da ist eine orange Schrift auf dunkelblauem Hintergrund. So. Sehen Sie, oder? Bestimmt, oder? Was sehen Sie auf dem Bildschirm? Ja, LPL Profile. Ja. Trading, Auto Mining, Investing. Ja? Jetzt ist das Problem, diese ganze Seite scheint in der Feindsprache Englisch geschrieben zu sein. Da verstehe ich kein Wort von. Haben Sie das auch auf Altgermanisch? Ja, ich habe das auch auf Altgermanisch, ja. So, warum sind Sie so peinlich gegen die Engländer? Was ist los, Herr Sickert? Das fragen Sie noch. Warum denn? Kann man nicht stellen, die Frage. Churchill und seine Gesinnungsgenossen setzen die ganze Welt in Brand und betrachten uns als ihren Feind. Und wir werden diesen Machenschaften widerstehen. Wer? Churchill. Wer wir? Na, wir als Gesamtheit. Die Gesamtheit der Menschheit. Die gesamte Menschheit unter dem Banner des Volkes. Gibt es diese Seite auch in deutscher Sprache? Ja, selbstverständlich. So, wie kann ich das denn finden? So, was sage ich Ihnen gleich? Wir müssen auf Ihr Handelskonto zugehen, ja. Wenn wir auf Ihr Handelskonto zugehen, können wir die Sprache wechseln. Das heißt, Sie können dann Ihr Handelskonto auf Deutsch betreiben. Bestehe ich darauf. So, kein Thema. So, sehen Sie auf der rechten Seite Login. Oben Login. Ja, das kann ich sehen. Ja. So, klicken Sie da drauf, da kommt ja ein Fenster auf. Warte nochmal, das war ein bisschen zu schnell, junger Mann. So, wenn Sie oben rechts auf Login draufklicken, klicken Sie da drauf. Ja. So. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Wie alt schätzen Sie mich? Ich würde Sie schätzen ungefähr 56. Eine krumme Zahl zu schätzen zeugt von außerordentlicher Intelligenz. Nur dumme Menschen schätzen eine gerade Zahl. Ich bin 67, junger Mann, aber danke für das Kompliment. 67. Ja, es klingt jung, die Stimme klingt jung. Und vielen Dank. Sehr begabt. Ja. Und ich habe mein ganzes Leben ohne Tabakwaren zugebracht. Ich esse ausschließlich vegetarisch. Da bleibt man schön jung. Nur vegetarisch? Jawohl. Warum denn? Fleisch muss doch sein, weil Fleisch ist ja so Metalle drin, die das Leben der Menschen braucht. Ja. Und wie Sie sehen, ich lebe, es geht mir wunderbar. Mir fehlt überhaupt nichts. So. Nur meine Eva. Wunderbar. Herr Sickert, so, haben Sie auf Login draufgeklickt? Selbstverständlich. So, dann ist noch ein Fenster aufgekommen, oder? Da ist ein kleines Fenster, ja. Wunderbar. So, sehen Sie jetzt die englische... Es steht hier tatsächlich auf Deutsch. Genau. Schalten Sie auf Deutsch um. Das ist schon auf Deutsch. Genau. Sie haben sogar Chinesisch hinterlegt. Was habe ich? Es gibt auch die chinesische Sprache. Ja, eine schwere Sprache ist es. Mit Sicherheit. Also ich sehe, Koreanisch haben Sie hier auch nicht hinterlegt. Das hat sicher mit den nordkoreanischen Angreifern zu tun. Ja, die sind ja aber eigentlich alle gleich. Ja, fast alle gleich. Die Nordkoreaner und die Südkoreaner.
Die Nordkoreaner haben sich dem internationalen Kommunismus angeschlossen, ja, aber dem Kominternpakt beigetreten. Wie Volk, ja, entschuldigen Sie, Herr Sickert, wie Volk ist doch einig, oder? Der Südkoreaner und Nordkoreaner ist doch ein Volk, ja? Ich glaube, wenn Sie das einem Süd- oder einem Nordkoreaner erzählen, wären die nicht sehr glücklich über ihre Aussage. Warum denn? Warum denn? Die Länder sind seit inzwischen über 70 Jahren getrennt und haben völlig gegensätzliche Ideologien. Ja, zum einen den zum Scheitern verurteilten Kommunismus und zum anderen den zum Scheitern verurteilten westlichen Kapitalismus. Unter Zwang wurden die Menschen als Sklaven behandelt. Die Menschen werden immer noch auf der ganzen Welt als Sklaven behandelt. Sie werden als Sklaven des Finanzsystems gehalten, weil niemand auf uns hört. Okay. Okay, Herr Sickert, so, wie weit sind Sie jetzt? Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, wie es weitergeht, Kamerad. So, wie lautet Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Ich weiß gar nicht mehr, welche E-Mail-Adresse ich dort verwendet habe, welche E-Post-Adresse. Sie wissen das nicht mehr, ja, wie es aussieht. Ich weiß das nicht Sie mehr, nicht, Sie wissen nicht mal die aktuelle E-Mail-Adresse, die Sie eingegeben haben, und das Passwort. Na, das ist ja, wie Sie sagen, Monate her. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran. So, und seitdem haben Sie keine Anrufe mehr bekommen. Ja? Ich weiß, ich bin geschäftlich sehr viel in der Wolfschanze gewesen. Hatte selten Zeit, ans Telefon zu gehen. Okay. So, Herr Sickert. So, da Sie schon lange nicht mehr auf Ihr Handelskonto drauf waren, und das Passwort auch nicht wissen und nicht mal die E-Mail-Adresse, Sie haben Guthaben. 1249 Euro haben Sie. Das ist wunderbar. Können Sie mir das überweisen? So, Moment. Damit wir Ihnen das Passwort geben und die E-Mail-Adresse, damit Sie auf Ihr Handelskonto zugehen können, müssen Sie 250 Euro investieren. Warum? Weil Sie Ihren Passwort, der Handelskonto und die E-Mail-Adresse nicht kennen. Ja, ich soll 250 Euro bezahlen, weil ich mein Passwort vergessen habe. Das ist aber nicht sonderlich kundenfreundlich. So, selbstverständlich, das ist nicht kundenfreundlich, aber Sie zahlen dafür aber keine Gebühren mehr. Ja, selbstverständlich. Was für Gebühren denn? Ich habe noch nie Gebühren bei Ihnen bezahlt. Ja, aber wenn Sie bei uns auf der Handelskonto das Geld abheben, müssen Sie ja selbstverständlich Gebühren zahlen. Ist doch logisch. Wie viel denn? So, 250 Euro müssen Sie bezahlen. Ja, dann bekommen Sie Ihre E-Mail-Adresse, die Sie eingegeben haben, und das Passwort. Und was ist, wenn ich mein Passwort und meine E-Mail-Adresse noch irgendwo aufgeschrieben habe? Muss ich das dann auch bezahlen? Wo haben Sie es aufgeschrieben? Holen Sie es? Ja, ich weiß es nicht. Das ist nur eine Frage. Weil das ist ja schon etwas dreist, jetzt so viel Geld von mir zu verlangen, weil ich meine Unterlagen verschlampt habe. Herr Sickert, Sie haben 1249 Euro. Ja, das heißt, Sie zahlen 250 Euro und bekommen 1000 Euro auf Ihr Handelskonto, können Sie dann abheben. Ja, trotzdem muss ich ja erstmal Geld in die Hand nehmen dafür. Das ist ja trotzdem eine Hürde, die einem zahlenden Kunden hier aufgebaut wird. Nee, leider ist es. Ich mache nur meinen Job, Herr Sickert, Verstehen Sie, So, Herr Sickert, damit Sie Ihr Passwort wiederbekommen und die E-Mail-Adresse, müssen Sie 250 Euro zahlen, damit Sie auf Ihr Handelskonto zugehen können und das Geld abheben können. Dann lassen Sie uns das mal hinter uns bringen. Ja, okay. Herr Sickert, haben Sie Online-Banking? Natürlich. Das muss man ja heute alles von unterwegs und zu Hause regeln können. Wie ich bereits erwähnt habe, befinde ich mich oft auf Dienstreisen in den besetzten Reichsgebieten. So. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Geben Sie mir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Nochmal, ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Geben Sie mir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Ja, soll ich Ihnen das buchstabieren oder wie sollen wir das machen? Ja, buchstabieren Sie es. Ich buchstabiere. Okay. Hamburger, wie der Hamburger zum Essen. Ja.
und dann original wie originale Spätzle. Ja. Dann die Zahl 61. Ja. @gmail.com. Einen Moment bitte. Was benötigen Sie denn noch von mir? Junger Mann. Sind Sie noch da? Ja, ich bin hier. Ja, ich... So, kontrollieren. Prüfen Sie bitte Ihren Postfach. Was soll ich machen? Entschuldigen Sie. Gesundheit. Prüfen... ja, danke schön. Sagen Sie bitte Ihre E-Mail. Aktuelle E-Mail-Adresse. Habe ich Ihnen bereits mitgeteilt. Hamburger Original 61. Hamburger Original 61. Jawohl. @gmail.com. Hamburger, wie das Hamburg. Ja, ja, wie die Stadt Hamburg. Hamburg oder wie ein Hamburger zum Essen. Ja, genau. Soll ich Ihnen das buchstabieren? Oder kriegen Sie das hin? Danke. Auf was warten wir denn jetzt? Können Sie nicht einfach nach meinem Namen bei sich im System suchen? Da müsste ich doch auffindbar sein. Ja, bis einen Moment. Weil Sie haben ja eine andere E-Mail angegeben damals, ja. Wir prüfen jetzt nach, ja. Einen Moment bitte, ja. Legen Sie mich auf. Gott. So, Herr Sickert. Ich bin noch hier. So, Sie sind dran, ja? So, gucken Sie nach. Ich kann Ihnen keine Nachricht senden, Herr Sickert. Warum nicht? Auf die E-Mail auf hamburgeroriginal61@gmail.com. Wie haben Sie Original denn geschrieben? O wie Otto, L wie Roland, G wie Georg. Stopp! Zwischen dem R und dem G kommt natürlich das I wie Ida. Original, sagt man in Deutschland. Original, ja. Original. Es kommt vom lateinischen Originum und bedeutet Hersprung, Urkunft und Hersprung. Aus welchem Teil der Reichsgebiete rufen Sie denn an? Aus Berlin. Aus Berlin rufen Sie an? Ja. Wo denn dort? Wo sind Sie, bitte? Ich bin auch in Berlin. Sie sind auch in Berlin? Ja. Am Marienplatz. Am Marienplatz sind Sie. Ich bin am Mariendorfer Damm 179. Das ist ja gar nicht so weit von Ihnen. Soll ich mal eben vorbeikommen? Das ist vielleicht einfacher, als wenn ich Ihnen das jetzt alles buchstabieren muss. Einen Moment bitte. Schöpfen Sie mal Ihren Postfach. Das ist auch nicht richtig. Herr Sickert. Herr Sickert. Sickert. Ja, ich bin hier. Hallo. Ja. So, Herr Sickert.
Ich brauche Ihre E-Mail-Adresse, die aktuelle E-Mail-Adresse. Ja, ich buchstabiere Ihnen die jetzt. Das ist scheinbar zu schwierig. H wie Heinrich. Das ist nicht so schwierig. H wie Heinrich. A wie Adolf. Ich sage A M wie Messerschmidt. Adolf, wie Messerschmidt. B wie Bunker. Total. U wie Ulrich. R wie Roland. G wie Georg. Und so weiter und so weiter. Herr Sika. Ja, aber es muss ja jeder Buchstabe korrekt sein, sonst kommt das ja nicht an. Haben Sie WhatsApp? Was habe ich? WhatsApp. Nein. Sie haben kein WhatsApp. Nein, brauche ich nicht. Sie werden doch in der Lage sein, eine E-Mail-Adresse aufzunehmen. Ja, aber leider ist nicht die aktuelle, die Sie uns geben. Dann gebe ich Ihnen mal eine andere E-Mail-Adresse. Vielleicht ist das Wort einfach zu schwierig für Sie. Nee, das ist nicht so schwierig. Doch, schreiben Sie mal auf. Schreiben Sie mal Telefon. So, Harvey Heinrich, ich erkläre es. Harvey Heinrich, ja? Ja. A wie Anton. Ja. M wie Martin. Ja. B wie Bernhard. Bernhard, genau. U wie Ulrich. Ja. R wie Roland. Ja. G wie Georg. Ja. E wie Emil. Richtig. R wie Richard. Richtig. O wie Otto. Richtig. R wie Roland. Roland. Ingrid. Ingrid, genau. G wie Georg. Nochmal, was war das? Theodor? G wie Georg. Georg, ja, Georg ist richtig. G wie Goebbels. Goebbels. Ja, Goebbels geht auch. Goebbels geht auch, oder? Der geht auch, ja. Wir haben länger nicht gesehen. Ja. I wie Italien. Italien geht doch auch, die waren doch auch Nazis. Ja, Italien ist ein sehr schönes Land. Sehr schönes Land. N wie Nordpol. Richtig. A wie Anton. Richtig. L wie Leonardo DiCaprio. Richtig. Ein sehr, sehr, richtig, sehr bekannter Künstler. Sehr, sehr bekannt. Und dann kommen die Zahlen 6 und 1. 6 und 1. @gmail.com. Richtig. Genau. Ich habe doch richtig aufgeschrieben, oder? Sie haben das richtig aufgeschrieben. Vielleicht schicken Sie es einfach nochmal raus. Das muss ja hier ankommen. Ich habe es versucht. Geht. Ich kann Ihnen keine Nachricht senden auf die E-Mail-Adresse. Dann gebe ich Ihnen eine andere E-Mail-Adresse. Vielleicht gibt es da irgendein Problem, das mir nicht bekannt ist. Schreiben Sie auf Telefon. Ja. Also das ganze Wort Telefon. Ja. Und dann buchstabiere ich Zeppelin. Ja. Ida, Emil, Gustav Emil. Zeppelin mit 2 P. Das nein, ich buchstabiere doch gerade. Sie sollen nicht Zeppelin schreiben. Okay, Telefon, sagen Sie von vorne, Telefon. Ja, und dann Zeppelin, Ida, ja. Emil, Gustav Emil. Was haben Sie da jetzt stehen? Telefonziege. Ja, @gmail.com. Versuchen Sie es mal dahin zu schicken. @gmail.com. Gibt es? Sicher? Telefonziege. Ich bin mir absolut sicher. So. Telefonziege@gmail.com. Richtig. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie es abgeschickt haben. Ja, einen Moment. Sind Sie noch da?
Herr Sickert, so, ja. Ich kann Ihnen keine Nachricht. Die E-Mail gibt's ja gar nicht. So, natürlich gibt. Geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse und ich werde Ihnen von dieser E-Mail-Adresse eine Nachricht schreiben. Buchstabieren Sie. Okay. Das können Sie auch machen. Selbstverständlich. So. D wie David. David. Genau, Punkt. Ja. Meier. Mit EI, EAI oder EY? Nee, mit AY Meier. Meier. Ja. At ja. LPLprofit.com. Also wie diese Internetadresse von Ihnen. Genau, genau. Ich schreibe als Betreff einfach Hallo. Hallo einfach in Betreff reinschreiben. Und dann werden Sie sicher, ich habe das jetzt losgeschickt, das in Kürze bekommen. Daran wird das jetzt ja wohl hoffentlich nicht scheitern. Ich will dieses. Wie lange dauert das denn dann, bis das Geld ausgezahlt ist, wenn wir das Konto aktiviert haben? Maximum 2-3 Minuten braucht es. Minuten? Ihr Handelskonto. Ja, richtig. Geht ja schnell, ruckzuck. Das ist ja klasse. Das ist ein sehr, 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 sehr gutes Management des Kundenwesens. Ist ja, bei uns ist auch sehr wichtig, ja, dass unsere Kunden sich wohlfühlen, ja. Das heißt, ich habe zigtausend Kunden registriert, die fühlen sich bis heute auf der Plattform sich gut, ja. Das ist ja auch das Wichtige. Ja, das ist auch das Wichtige. Ich bin sehr froh, dass Sie heute angerufen haben. Ja. Ich habe Ihnen die Nachricht bereits geschickt. Haben Sie die Nachricht erhalten? Nee, habe ich die Nachricht noch nicht erhalten. Müssen Sie einmal auf Aktualisieren drücken. Oder gibt es einen Fehler bei Ihnen mit den E-Post? Ist jetzt kein passendes englisches Wort für Server, deutsches. Kann sein, dass es ein technisches Problem gibt und deswegen konnten wir auch Ihnen die Nachricht nicht senden, ja. Und wenn meine Nachricht jetzt auch bei Ihnen nicht ankommt, dann ist das Problem ja eindeutig. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Können Sie mir nicht auf Ihrer Seite in der Datenbank einen neuen Nutzerzugang einfach anlegen? Mit wenigen Handgriffen. Nee, das kann ich ja selbstverständlich machen. Aber ich muss ja für Sie die Bankdaten, ja, muss ich Ihnen ja Ihnen senden, ja, damit Sie Ihr Handelskonto wieder aktivieren. Ja. Na, das ist ja... Wenn das alles nicht mit der E-Post funktioniert, kann ich Ihnen das natürlich auch am Telefon durchgeben. Das ist ja kein Problem. Ah, okay. Machen wir es dann so. Machen Sie dann Online-Banking auf und ich diktiere Ihnen den Empfänger und so weiter und so weiter und so weiter. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Da muss ich nur eben mein Verifizierungsgerät holen. Das brauche ich, um das durchzuführen. Selbstverständlich. Okay, selbstverständlich. Alles klar. Ich bleib an der Leitung da. Was wollen Sie tun? Nee, ich bleibe an der Leitung, bis Sie das Gerät geholt haben. Für die Verifizierung. Ja. Wie Sie sagen. Ja. So. Wir können loslegen. Wohin darf ich die Überweisung durchführen? So. Sind Sie noch da? Ja. Ja, ich bin noch da. Einen Moment bitte. Ah, so. Im IBAN schreiben Sie die Nummer. Haben Sie Online-Banking schon auf? Natürlich, so. Das ist offen. So, im IBAN schreiben Sie DE. Ja. Und weiter? Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. So, Herr Sickert. Ja. So. Tippen Sie ein
DE? DE, ja? Oder haben Sie BE gesagt? Devi. Dora Emil. Dora, genau. Evi Emil. DE, Deutschland. Ja. So. 948. 948. 705. Was war das 7? 705. Ja. 5000. Also dreimal die 0 hinter die 5, ja? Genau, 5000er. Gott. 235. 235. 50. 50. 51. 51. 081. 081. Können Sie mir auch bitte die BIC noch dazu nennen? So, selbstverständlich. Wevi. Wieland. Nochmal, was war das für ein Buchstabe? W. Wilhelm. Wevi. Oder Wasser. Wilhelm oder wie Wasser oder ja. Wetter oder weiß Gott was. Ja. Evi, Emil. Emil. Elvi. Ludwig. Ludwig. Anton. Anton. David. David. Emil. Emil. David. David. Eins. Eins. Zepwi. Zeppelin. Zivilisation. Zeppelin. Wie Sie wollen. Ja. Wevi. Wilfried. Ein Wilhelm, ja? Oder ein Wasser. Ja, genau. Oder ein oder Wevi Vogel. Gene. Nee, nicht Vogel. Wevi Wasser. Wasser. Wevi Isa. Und jetzt Wevi kommt noch Isa. Eine Ida dahinter. Genau. Wunderbar. Davor so. Oder dahinter? Davor. Nach Wasser Ida. Ja, das habe ich. So, haben Sie. Ja. So. Und wie heißt der Empfänger? Der Empfänger, André Wittel. Wie schreibt sich das? So, A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie David. Ja. R wie Roland. Ja. R wie Emil. Jawohl. So, Strich, T wie Theodor. Wie Theodor. Nee, D wie David. David. Genau. I wie Italien. Ja. E wie Emil. Emil. E wie Tunesien. Tunesien ist auch ein wunderschönes genau. Land. Orientalisch, oder? Natürlich. So. E wie Emil nochmal. Noch ein Emil. Elvin Ludwig. André Dittel. Genau. Das ist der Chef bei so. Ihnen, oder wer ist das? Sparkasse Zwickau, die Bank. Sparkasse Zwickau. Das ist eine genau. sehr wichtige Information, dafür danke ich Ihnen vielmals. Wenn wir das schon mit ja. der E-Postadresse nicht hinkriegen, dann machen wir das halt auf diesem Weg. Ja. Verwendungszweck, Service, selbstverständlich. Ja. Service als Verwendungszweck. Gut, machen wir so. So. Und wie viel soll ich jetzt 250 Euro überweisen dafür, dass ich mein Bitcoin-Konto ja, wieder aktiviere und damit ich mir dann mein Geld auszahlen lassen kann, richtig? Nee, das heißt, damit Sie auf Ihr Handelskonto zugehen können wieder, müssen Sie Ihren Status wieder von vorne aktivieren, weil Sie kennen das nicht mehr. Ja, ja richtig. Ich habe mir mein Passwort vergessen. Und dann kann ich mir das Geld auch auszahlen lassen, dass diese 1000 Euro dann noch, ja? Ja, selbstverständlich. Wunderbar. Wenn Sie dann direkt von der Handelskonto das auszahlen. So. Das ist richtig toll. So, leider, so sind die Geschäftsbedingungen, leider. Nein, nur das sei es drum, ich kriege ja immerhin noch 1000 Euro. Ja, selbstverständlich. Das ist wunderbar. Sparkasse Zwickau, sagten Sie, ist das nicht wahr? Sparkasse Zwickau.
Aber sagten Sie nicht, Sie sind in Berlin, junger Mann? Ja, das heißt, der Sitz befindet sich in Berlin, ja. Ich verstehe. Die Sparkasse, das Geld, wo Sie das überweisen, befindet sich in Zwickau. Was daran so schön... Na, es interessiert mich einfach. Es ist doch nichts Schlimmes, ja, oder nicht? Nee, selbstverständlich. Nee. Und wie wollen wir denn jetzt verbleiben? So, wie weit sind Sie? Nun, ich habe die Überweisung jetzt soweit fertig gemacht. Muss ich noch auf irgendetwas achten? Weil wir müssen ja auch noch irgendwie... Sie wissen ja gar nicht, dass das mein Konto ist. Wir brauchen doch irgendwie noch einen Verwendungszweck, eine Kundennummer oder irgendetwas. Sonst können Sie das doch gar nicht zuordnen, wenn ich Ihnen das Geld schicke. Verwendungszweck hab ich doch gesagt. Da müssen Sie Service reinschreiben. Ja, aber woher wissen Sie dann, dass das Geld von mir ist und zu welchem Handelskonto das gehört? Das können Sie doch so gar nicht feststellen. So, machen Sie sich keine Sorgen. So, Sie haben doch ein Handy, oder? Ich habe ein mobiles Handfunk-Fernsprechgerät, genau. So, was für ein Handy besitzen Sie? Das ist so ein uraltes Gerät. Ein uraltes Gerät? Das ist wirklich nur zum Telefonieren da. Das kann nichts anderes. Sie haben kein Tablet und nichts? Nein, ich habe meinen Rechner hier in der Reichskanzlei stehen. So. Einen Moment bitte. So, Herr Zwicker. So, ich habe gerade eben Ihre E-Mail bekommen. Na, sehen Sie, das war doch gar nicht so schwierig, oder was? So, ich wundere mich auch jetzt, dass ich jetzt eine Nachricht von Ihnen bekommen habe. Und Sie haben mir noch vorgeworfen, meine E-Mail-Adresse gäbe es überhaupt nicht. Wollen Sie sich vielleicht entschuldigen bei mir? So, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, ja? Ja. Tut mir leid, ja? Ja. Tut mir leid. Die Entschuldigung wird angenommen. So, wunderbar. Einen Moment bitte. So, haben Sie alles richtig eingegeben? Ich habe alles richtig eingegeben. So, ich habe hier für den Herrn André Dietel bei der Sparkasse in Zwickau 250 Euro für die Aktivierung des Bitcoin-Kontos, das ich überhaupt nicht besitze. Das habe ich so richtig verstanden, richtig? Oh, genau. Das heißt, Sie kennen das Passwort nicht mehr und die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben. Verstehen Sie? Das ist wunderbar. So, damit Sie wieder auf Ihr Handelskonto bzw. auf Ihre Brieftasche zugehen können, müssen Sie Ihren Status wieder von vorne aktivieren. Ja. Ja. Und selbstverständlich können Sie dann von Ihrem Handelskonto aus bezahlen. Ja. Auf Ihre Bankkarte. Dann geben Sie Ihre Bankdaten ein und zahlen es ohne Probleme einfach und schnell Ihr Profite. Ja. Was gibt's denn da prozentual? So. Was meinen Sie mit prozentual? Na, wie viel Prozent Profit kann ich da machen, wenn ich mein Geld bei Ihnen lasse? Ah, das ist je nachdem, wenn Sie zum Beispiel mit manuellem System handeln möchten oder mit automatischem System, ist je nachdem, ja. So, möchten Sie mit manuellem System handeln oder mit vollautomatischem? Na, ich würde das, was ist denn besser für einen Anfänger wie mich? Ich habe ja nur einmal gespielt und habe dann verloren. So, für Anfänger, für Sie ist ein vollautomatisierter Roboter-System MetaTrader 5 ist sehr, sehr innovativ, frisch und aufregend mit dem System zu traden. Ja, das heißt, ihr scannt ja über 8000 Kryptowährungen auf den Finanzmarkt, ja, in nur 200 Millisekunden, ja. Und 200 Millisekunden? Das hört sich ziemlich lange an. Das ist nicht lange, das ist sehr schnell. 200 Millisekunden sind sehr, sehr schnell und auf jeden Fall ist sehr aufregend mit dem System zu treten. Ja. Sie werden jetzt selber sehen, wie das für Sie einarbeitet, Tag zu Tag. Sie müssen auf jeden Fall nachschauen, jeden Tag, wie das für Sie einarbeitet. Ja. Auf jeden Fall nicht Ihren Passwort vergessen, nicht die E-Mail-Adresse vergessen. Ja. Ja. So. Senden Sie mir den Beleg und ich sende Ihnen Ihre aktuelle E-Mail-Adresse, mit dem Sie sich registriert haben, und Ihr neues Passwort. Also ich soll Ihnen dann den Beleg von der Wache mitbringen, dass ich
dass ich den Vorgang dort gemeldet habe. Selbstverständlich. So. Möchten Sie da namentlich denn auch erwähnt werden? Wie bitte? Ob ich Sie namentlich auch erwähnen soll? Wie Sie möchten, ist egal. Wie Sie möchten. Naja, vielleicht ist das ja von Vorteil für Sie. Was haben Sie denn für eine Position? Ich nehme an, Sie sind Kundenberater. Ich bin Kundenberater, Account Manager, Senior Account Manager, genau. Senior? So alt hören Sie sich noch gar nicht an. Über 40. Sie sind über 40? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätten Sie nicht gedacht, ja. So alt bin ich auch nicht jetzt, oder? Na, ich hätte jetzt gedacht, Sie sind so Mitte 20. Ah, danke schön für den Kompliment. Ja, Herr Sickert, auf jeden Fall, Sie werden zufrieden sein mit unserer Plattform hier, ja, und Sie können in Ihrer Brieftasche bei uns auf Ihr Handelskonto das Geld auf jeden Fall noch mehr investieren oder abheben, je nachdem, wie Sie möchten, ja. Ja, das Sie können wir. Sie können auch die 1000 Euro sofort abheben oder 500 Euro abheben und 500 Euro lassen zu drehen. Ja. Wie, das hört sich natürlich alles wunderbar an. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Nee, ich mache Ihnen doch nur einen Vorschlag. Ja, Sie können entweder die ganzen 1000 Euro abheben oder ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja. Heben Sie lieber 500 Euro ab und die restlichen 500 lassen Sie drehen. Ja. Das kann ich gerne machen. Nun wollen wir jetzt aber mal langsam, wir telefonieren jetzt ja schon fast 50 Minuten. Ich muss ja langsam mal an den Punkt kommen, wo ich Sie im Namen der ganzen Nation frage, wie Sie solche Betrügereien überhaupt mit Ihrem Gewissen vereinbaren können. Ja, so. So, wie weit sind Sie? Das ist nicht verstanden, oder? Ich hab's verstanden. Ja, dann antworte, du Kratin. So, Herr Sickert, möchten Sie Ihr Guthaben abheben oder nicht? Natürlich möchte ich. Gib mir das Geld. So, ich gebe Ihnen das Geld. Jetzt sofort. So, kein Thema. Da müssen Sie auf Ihr Handelskonto draufkommen. So. Ja. Senden Sie mir den Beleg und ich sende Ihnen sofort. Also ich soll Ihnen dann quasi einen Beleg von der Kriminalpolizei mitbringen, dass ich Sie wegen gewerbsmäßigem Betrug angezeigt habe. Oder was möchten Sie von mir geschickt haben? Ja, genau. Das soll ich Ihnen zuschicken. Da kann ich ja auch die E-Mail-Adresse verwenden, die Sie mir genannt haben. Ich habe jetzt ja auch die Bankverbindung in Deutschland und den Namen des Inhabers. Das wird die Kriminalpolizei sicher brennend interessieren. Ja, da hast du jetzt einen fetten Fehler gemacht, mein Freund. Da hast du dir ein richtiges Ei gelegt, du Idiot. Mal gucken, was die Cops dazu sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Freunde. Ich halte euch auf dem Laufenden.